Highlights. Jetzt zeige ich euch noch das letzte E-LAN, das EL04 MTC. Klinge stand super, Verarbeitung top. So zu sagen, ist wieder acht CR 13 MOV Mikada Griffschale. Hey Katze, geh, hol der Vogel, hopp. Das war meine Katze, die wollte gar nicht mit ins Bild hier, Mikada Griffschale. Gut, sieht's aus. So eine Art Olivschwarz oder wie auch immer. Hey, du störst, hopp, ab. Will nicht. Zugeklappt 11,7 cm. Aufgeklappt. Samu, geht's noch? Moment. Komm. So, aufgeklappt, 11,7. Nee, zugeklappt, 11,7. Aufgeklappt, 20,3. Klingelänge, 8,6. Klingedicke oder Stärke, 2,9. Das Ding wiegt 137 Gramm. Hatte Top-Performance. Hier sieht man das hier. Da ist es nicht ganz sauber. Da ist das Mikada etwas ausgefranst am Achselloch, aber nur auf der Seite. Und wenn man sich den Preis wieder überlegt, was das kostet. Ansonsten ist es nämlich wieder tipptopp. Ja. Das ist heute Mittag, bin ich das noch schuldig geblieben, das zu zeigen. Guck mal, ob man damit auch was schneiden kann. Ja, also, ach, das ist wieder. Also der 8CR 13 MOV und der 440C, das sind gute Messerstähle. Ach, das ist wieder so 15 Euro Messer, wenn überhaupt. Und dafür guckt es euch an, Klingenstand genau mittig. Das zeige ich euch das nächste Mal. Das ist nicht mal bei meinem Zero Tolerance hundertprozentig in der Mitte. Da ist es 49 zu 51. Wie hat. Ja, also das ist das Elan EL04 MTC. Ach, super Gebrauchsmesser. Ich will die euch jetzt noch mal alle zeigen. So, Elan,
Das E-Laden. 02. Ach, super. EL02B, so. E-Laden. EL01B. Das Ganze G740, das Schwert. Dann hier das Ganze G737, 1BK. Und nochmal das Ganze. Das G741, wie was weiß ich. Die funktionieren alle top. Die Access Look Dinger sind halt das super Spielzeug noch dazu. Das Frame Lock flippt zwar super auf, aber da man es mit dem Finger wieder aufdrücken muss, kann man so spielscher halt nicht. Und dann jetzt gibt euch mal das Ding. Es fällt ja quasi zu. Guckt euch das jetzt mal an. Ding. Krass, ne? Dann haben wir hier wieder so einen Liner-Look. Ist aber auch chefmäßiges Ding. Ja, das sind nur 6 Messer für Low Budget. In einem absolut wahnsinniger Qualität, also die können auch bei teuren Messer schon ein bisschen mithalten. Ja, so machen wir es mal auf die Clip-Seite. So, gescheit liegen. Oh ja, natürlich. Guckt euch das an. Alle Messer sind gut mit dem Clip. Nur das hier. Das ist wieder genau, wie ich es nicht mag. Dafür verschwindet es quasi komplett. Da kannst du aber auch da nicht aus der Hosentasche ziehen hier mit dem Lennart. Und ich frage mich, warum man das nicht versetzbar macht. So, das sind nur 6 Messer, wo ich sage, alle aus dem Gear Best Messer. Hier liegen jetzt auf dem Tisch 15 Euro circa, vielleicht ein bisschen mehr. Da lassen wir die Gansos hier mal, was soll ich sagen, boah. Also das gibt es jetzt für einen 10er Grad. Das, die 15 sind 40 Euro für die Elans und noch mal 45, ja. Hier liegen keine 100 Euro auf dem Tisch. Das muss man sich mal reinziehen. Also, krass, ne? Ja, das wollte ich euch mal noch zeigen. Daraus ging es heute nicht mehr weiter. Also, ich stehe auf Access Lock zum Spiel das Beste. Von der Stabilität her ist natürlich so ein Frame Lock, obwohl mir ist auch noch nie ein Access Lock aufgegangen. Und von der Optik her ist natürlich das Holzteil hier, das ist der Hammer. Ich zeige euch die jetzt nochmal alle. Gebt euch nur mal den Klingestand und so. Also die sind sauber verarbeitet und auch im Endfinish ist nicht viel rumgeschlammt. Vielleicht kommt mal ein Elan oder ganz so aus der Packung und muss erst mal zerleckt und gereinigt werden, aber. Oder man muss ein bisschen einspielen. Aber dazu sage ich, eins meiner besten Spielmesser, das Ontario Red One, kam bei mir auch schwergängig aus der Box und ich muss sehr oft rumflippen, bis es gut eingespielt war.
Ja, so ist es. Access Lockmesser, aber gehen am besten. Da kann man halt. Oh. Hammer hat, oder? Noch mal zeige. Wahnsinn, einfach. Gut, das war's. Bin schon wieder über 10 Minuten. Alla, ciao. Ich zeige euch das nächste Mal ein bisschen teurere Messer. Die sind aber qualitativ auch nicht viel besser. Ehrlich gesagt. Ciao.